Vor einigen Tagen ist wohl die bekannteste Kinderbuchheldin Pippi Langstrumpf 75 Jahre alt geworden. Zu ihrer Geschichte ist im Friedrich Oetinger Verlag ein wunderbares Buch erschienen, was genau so heißt: Pippi Langstrumpf, Heldin, Ikone, Freundin. In diesem Buch kann man im Grunde genommen alles, was es über Pippi Langstrumpfs Entstehungsgeschichte gibt, nachlesen. Kommen Verleger zu Wort, Autorenkollegen, Bekannte, Illustratoren, also alle, die im Grunde genommen mit Astrid Lindgrens Pippi zu tun haben, kommen in diesem Buch zu Wort. Als Friedrich Oetinger Astrid Lindgren das erste Mal traf, da war Pippi Langstrumpf schon von 5 verschiedenen deutschen Verlagen abgelehnt worden. Und Friedrich Oetinger, damals ein junger Mann, entschied sich, dieses wilde und verrückte Buch dennoch zu verlegen. Und damit gründete er eine Erfolgsgeschichte, die seinesgleichen auf der Welt bis heute sucht. Ja, viele Geschichten in diesem Buch. Eine habe ich ausgewählt, auch von einem Lieblingsautoren von mir, nämlich Henning Mankell. Und der sagt über Astrid Lindgren und Pippi Langstrumpf Folgendes: Es ist ein Mysterium, aber dennoch die reine Wahrheit. Es gibt eine unsichtbare Hauptperson in allen Büchern Astrid Lindgrens. Einen unsichtbaren Schatten an der Wand. Jemanden, den man nicht sieht, aber dennoch da ist. Und das ist sie selbst. Als ich noch ein Kind war und las, was sie geschrieben hatte, kam mir dieser Gedanke natürlich nie. Er kam erst später, als ich als Erwachsener einen Teil ihrer Bücher noch einmal las. Da fand ich sie. Denn sie ist nicht nur Schriftstellerin, die dichtet, sie schreibt auch sich selber ein, als eine unsichtbare, an der Handlung beteiligte Person. Sie ist in Pippis Küche, unsichtbar, aber gegenwärtig. Ich glaube nicht, jemals einen anderen Schriftsteller gelesen zu haben, der sich selber seine eigene Gegenwärtigkeit so geschickt zwischen den erfundenen Gestalten platzieren kann. Ein wunderbares Statement von Henning Mankell, und besser kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Noch ein paar Facts zu Pippi Langstrumpf. Als das erste Mal Pippi Langstrumpf erschien, nämlich 1949, kostete das Buch 2,80 Mark, D-Mark natürlich. Das ist natürlich schon eine tolle Sache. Außerdem war es eine Besonderheit, dass Astrid Lindgren Deutsch sprach. So konnten sich Verleger und Autoren wunderbar unterhalten und es entstand eine wundervolle Freundschaft. Frech, wild und wunderbar. Das ist wohl der bekannteste Ausdruck von Astrid Lindgren. Und so sind auch all ihre Bücher. Und dieses neue reiht sich genau in diese Reihe